Hallo, jetzt bist du aus Berlin wieder mal und ich koche diesmal ein Rezept Spaghetti mit Tomatensauce. Dabei nehme ich nicht so viele Zutaten für die Spaghetti. Ich nehme nur Tomaten, Zwiebeln, Cashewkerne für die Soße. Das weiche ich mit Reismilch ein oder mixe das mit Reismilch, damit es schon eine cremige Soße ergibt. Und es kommt noch Tomatenmark und Basilikum. Ich zeige euch die Zutaten. Und dazu gibt es halt Nudeln, glutenfreie Nudeln auf Quinoa, Reismehl und Maismehlbasis, glaube ich. Aber das werde ich euch gleich zeigen. So, das sind die Zutaten. Das sind Tomaten. Das sind Biotomaten. Weil nicht so viele Zutaten dabei sind, dachte ich mir, hole ich Biotomaten wegen des Flavors, damit es gut schmeckt. Ich nehme noch zwei Zwiebeln dazu. Hier ist das Basilikum von Rewe. Da gibt es immer sehr schöne, leckere Kräuter. Tomatenmark auch von Alnatura. Hier dieser Reisdrink Calciummilch von DM. Und dann die Cashewnüsse. Da habe ich von Rewe ganz billige geholt. Die sind geröstet und gesalzen. Und davon habe ich wieder welche probiert. Die schmecken einfach so gut. Und das ist für die Soße. Ja, und hier, genau. Und das sind die glutenfreien Nudeln. Die gibt es bei Bio Company und bei Basic. Nee, Bio Company. Und das ist auf Maismehl, Reismehl, Buchweizenmehl und Quinoa-Basis. Also kosten so circa 3 Euro. Sind schon ein bisschen teuer, aber schmecken auch wirklich lecker. Und glutenfreie Nudeln sind nicht immer wirklich lecker. Oder besser gesagt, ihre Konsistenz ist nicht besonders gut, wenn man sie gekocht hat. Die schleimen etwas. Und bei denen habe ich es nicht so. Okay, das war's. So, damit ich hier diese Cashewkerne nicht aufruttere, letztendlich, ich kenne mich, ich würde es voll hinkriegen, werde ich mal die Soße machen. Und sie schon zerschreddern. So, da kommt Reismilch jetzt da rein. Ich gebe das mal hier rein. So etwa 200 Milliliter zeigt mir das an. Ich habe hier so einen Mixer, mit dem geht das eigentlich relativ hurtig. Einfach hier das schließen, einrasten lassen und dann mixen. Okay, es ist fertig. Es sieht so ein bisschen milchig immer noch aus, aber ist egal. Die Soße braucht sowieso ein bisschen Wasser, dann nehme ich Wasser, weniger davon. Ich habe da hier jetzt ein bisschen zu viel Reismilch reingemacht. Je weniger Reismilch, desto cremiger wird das Ganze. Und daher, ja, nehme ich einfach nachher in der Soße nicht so viel Wasser. Okay, Leute, also ich habe schon alles vorbereitet. Ich will die Videos ein bisschen kürzer halten. Ihr wisst ja, wie klein geschnippelt wird und so weiter. Darum habe ich das alles schon gemacht. Das Wasser für die Nudeln ist auch schon aufgesetzt. Hier ist der Topf mit Olivenöl, wie immer einen Teelöffel auf den Boden verstreichen. Hier sind die Tomaten schon klein geschnippelt. Daneben die roten Zwiebeln klein geschnippelt. Hier das Basilikum. Und hier ist auch nochmal Ingwer. Ja, ihr wundert euch, aber ich liebe hier Ingwer. Ich mag das wegen der Schärfe. Und da ist das Tomatenmark, das kommt auch noch rein. Ja, und dann. Und ich werde auch noch Chili reinmachen, damit es auch noch ein bisschen schärfer wird. Jo, und Salz kommt natürlich rein. Ich werde mal die Nudeln hier schon reinpacken. Das Wasser ist schon im Köcheln. Ich habe da kein Olivenöl und auch kein Salz reingemacht bis jetzt.
damit das Wasser erhöht sich ja der Siedepunkt und es braucht länger zum Kochen. Deshalb mache ich das immer erst, wenn es schon kocht, rein, damit der Salzgeschmack auf die Nudeln übergeht. Aber Öl nehme ich keins in dem Fall. Okay, dann rühre ich einmal um. So. Okay. So, und jetzt gehen wir hier weiter. Kommen wir erstmal die Zwiebel. Das ist schon hier fast fertig. Und übrigens, die Tomaten schmecken voll lecker. Die haben so gut gerochen im Laden, aber die schmecken auch noch um einiges super. Ist halt Bio, ne? Bin ganz froh, dass ich das genommen habe. Gerade wenn nicht so viele Zutaten reinkommen, sollte man schon auf die Qualität der Produkte achten. So, jetzt sind die Zwiebeln schön angeröstet. Jetzt kommen die Tomaten rein. Ich hoffe, es ist aber ganz schön voll geworden. Aber die Tomaten werden ja weich. Und ja. Und dann wird die Masse auch wieder ein bisschen weniger. Okay. Also das muss jetzt hier auch ein bisschen weich werden und hier vor sich hin köcheln. So, die Tomaten sind schon ziemlich durch. Also es ist schon alles schön wässrig geworden. Was nehmen wir jetzt als nächstes? Erst kommt der Ingwer rein. So, und den Deckel von den Nudeln muss ich auch ab und zu mal lüften. Da schwappt das Wasser sonst über. So, das ist alles auf höchster Stufe, aber das ist okay so, damit das nicht allzu wässrig am Ende ist, weil hier kommt der Chili rein. Türkischer Chili ist besonders scharf, da muss man vorsichtig sein. So, man riecht förmlich die Schärfe. Dann mache ich einen Teelöffel Salz oder hier machen wir mal zwei Teelöffel. Es kommt ja nochmal lüften den Deckel. Kommt hier noch die Cashew-Mousse-Geschichte rein. So. Mal durchgerührt. Jetzt kommt das Tomatenmark. Mit schön noch tomatiger schmeckt. Dann machen wir mal hier so ein Klecks. Dann hier so ein Klecks. Da hier ein Klecks. Hier mal so kleine Häufchen gebildet. Ups. Und dann einmal umrühren und schauen, wie weit das tomatig ist. Muss auch jeder selber einschätzen, wie tomatig er das mag. Aber ich würde so sagen, ein Esslöffel mindestens. Ein bis zwei Esslöffel. Aber ich mache noch ein bisschen mehr rein. Deckel lüften. Ups. Die Wand gespritzt. Ups. Sogar an die Außenwand. Einmal durchgerührt. So, dann machen wir das Basilikum rein. Dann nehmen wir noch die italienischen Kräuter. Dann nehmen wir ruhig mal zwei Teelöffel. Nochmal lüften die Deckel. Und dann kommt jetzt diese Cashew-Soße noch rein. Mit schön cremig wird.
So, ein bisschen schwarzer Pfeffer aus der Mühle. Schadet auch nicht. Können wir das mal ein bisschen runterstufen? Schon, ups, 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 das geht hier lawinenartig. Ein bisschen runterstufen, damit es nicht allzu sehr, aua, aua, spritzt. Ups. Ja, doch ein bisschen zu. So. Mach mal den Pfeffer, hab den Topf zur Seite genommen. Mach den mal da hinten. So, okay. Und jetzt kann ich auch besser umrühren. Das ist nicht so schlimm. Ja, das ist so eine Art Sahnesoße. Dadurch, dass jetzt diese Cashew-Mousse drin ist. Aber ich hatte es jetzt. Oh mein Gott. Ja, das war's, Leute. Die Soße kommt dann einfach auf die Nudeln. Leute, das ist das fertige Produkt. Sieht das nicht lecker aus? Ich werde auch gleich kosten, zu gucken, wie es schmeckt. Schmeckt sowas von gut. Ja, die sind richtig gut geworden. Ich würde euch raten, aber das Gericht so zu verfeinern, wie ihr das Salz mögt. Ne? Ich nehme ja Kräutersalz, vielleicht ist es euch zu wenig. Und ihr solltet es, falls ihr keine Cashewkerne nehmen wollt, gibt es auch fertiges Cashewmus. Könnt ihr auch verwenden, vielleicht so ein bis zwei Esslöffel davon würden dementsprechend, was ich jetzt als Soße da gemacht habe, ein Cashewkern. Das schmeckt so gut. Ich glaube, ich werde mir nächstes Mal auch so ein Glas Cashewmus holen. Ist ja auch dann Bioqualität. Und so viel billiger ist das auch nicht jetzt mit den Cashewnüssen, die ich kaufe. Ich esse doch eine Menge davon selber. Stelle ich immer wieder fest. Ja, und ich werde das, glaube ich, das so dann machen. Das schmeckt so gut. Und höre jetzt aber auf. Ist ja für die Arbeitswoche. Für die restlichen 2 Arbeitstage. Okay. Macht's gut. Ich hoffe, es schmeckt euch auch so gut. Bitte gebt mir ein Feedback. Abonniert mich, falls ihr es noch nicht gemacht habt, falls euch meine Videos gefallen. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen. Gebt mir ein Feedback bitte, ob es euch auch so gut schmeckt. Ciao, bis zum nächsten Mal.